stolz aufs 0-4. War schon viel besser als im Hinspiel. Hat er das ernst gemeint, Tobi? Ja, das ist eine gute Frage. Entweder hat er so gut bei seinem Landsmann Lobanowski damals gelernt, dass er das eine sagen kann und das andere im Gesicht ausdrücken. Ehrlich gesagt glaube ich das aber nicht, sondern er hat es tatsächlich ernst gemeint. Eine Aussage, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Also das ist eh eine Entwicklung in den letzten Wochen, die mir da gar nicht gut gefällt, dass man mit Niederlagen gegen Bayern schon zufrieden ist, wenn es denn jetzt nicht zweistellig wird, übertrieben gesagt. Ne? Das kann es nicht sein und das hätte er so auch nicht sagen müssen, denn die Leistung, jetzt mal fernab der gefallenen Tore, Hinrunde gegen FC Bayern, Rückrunde gegen FC Bayern, die sind nicht miteinander zu vergleichen. Ne? Also in der Hinrunde war es wirklich, dass da ein lahmender D-Zug gegen einen Formel-1-Ferrari gespielt hat, wirklich. Das eine war Zeitlupe, das andere war Highspeed und gestern gab es so ein, zwei Knacksituationen, selbst noch beim 0-2, da hätte das Spiel noch mal wieder in eine andere Richtung vielleicht laufen können für einen Moment. Ja, aber bei 0-4 wäre ich gar nicht zur Pressekonferenz mehr gegangen, so hätte ich mich geschämt. Entschuldige. Also ich glaube, das, was zurzeit passiert, das ist ja nicht das erste Mal. Auch andere Trainer haben gesagt, eine andere Galaxie hat uns besucht. Das war für mich ein Erlebnis, das alles sehen zu dürfen. Die Leute bekommen ja nun auch Geld dafür, dass sie ihre Mannschaft aufstellen und versuchen, möglichst gut gegen die Bayern zu spielen. Und wenn ich verliere 0-4, 0-6, sage ich nicht vielen Dank am Ende dieses Weges, sondern das war eine bittere Lehrstunde oder was man sonst an Floskeln hat. Aber dass man demütig sagt, es war für mich wirklich ein persönliches Erlebnis, habe auch gerne dafür Geld bezahlt, dass die Bayern gekommen sind und hoffentlich kommen sie nächstes Jahr wieder, ist glaube ich, von der Voraussetzung her, mit der man diesen Beruf ja betreiben muss. Das ist ja ein Beruf, ein Trainer für alle, ist das nicht die richtige Haltung? In einem Spiel hat man immer eine Chance und so überhöht wie hier jetzt dargestellt sehe ich das nicht. Und Bayern ist auch auswärts noch, und das hat auch, glaube ich, das Pokalspiel da gegen Braunschweig bewiesen. Bayern, wo es, glaube ich, zur Halbzeit, hoffentlich täusche ich mich nicht, 0-0 stand. Also man kann immer noch mit einer konzentrierten Defensivleistung den Bayern Schwierigkeiten bereiten. Aber insgesamt gesehen, vor der Saison, ich darf daran erinnern, dass ich eine Wette mit Herrn von Tora gemacht habe, wo ich prognostiziert habe, dass sie mit mindestens 10 Punkten Vorsprung Meister werden. Noch haben Sie die Wette nicht gewonnen. Nein, aber die kannst du schon. Nein, die kriegt ja die katholische Jugend Hans-Winkel. Also genau. da muss er bluten. Wenn Wolfsburg heute gewinnt, dann ist es schon auf 11 Punkte. Schrumpft. Nein, die Dominanz der Bayern ist sicherlich beachtenswert und stellt ein, machen wir uns doch nichts vor, stellt ein Problem dar.